Merhaba arkadaşlar, willkommen bei Koch dich türkisch. Ich möchte euch kurz zeigen, was es so Neues gibt. Auf unserer Website haben wir wieder neue Rezepte. Es gibt gebratene Stangenbogen, Taze Fasulye Kavurması. Es gibt Frikesalat mit gerösteten Tomaten, Pirik, super lecker. Und ein Klassiker, Pide, kleine Teigschiffchen im Ofen, selbstgemacht zu Hause. Ich möchte sehen, wie ihr das zu Hause kocht. Ich freue mich drauf. Fragen wir mal Danny aus unserem Online-Shop. Was es denn gerade für Angebote gibt. Wir haben jetzt gerade die Pistaziencreme und einmal die Haselnusscreme. Die Haselnusscreme 5 Euro reduziert. Mhm. Einmal die Pistaziencreme von 14 Euro auf 10 Euro. Und das Wichtigste, beide sind 70% Nussanteil, also die Pistazie aus Gaziantep, wie auch die Haselnuss aus Giresun. Dankeschön, Danny. Schauen wir mal, was sonst in der Kochschule sonst so hier passiert. Ihr wisst ja, wir kochen hier in Düsseldorf Flingern regelmäßig in den Kochkursen. Heute auch wieder einer. Und wir haben eine Neuigkeit, lieber Ortwil. Wir haben zwei neue Kochkursthemen. Erzähl mal. Also wir haben zwei neue Kochkursthemen und zwar einmal ein Nachhaltigkeitskochkurs. Das machen wir mit der Stadt Düsseldorf. Da geht es um Regionalität, Saisonalität etc. Und natürlich ein Frühstückskochkurs, einen türkischen Frühstückskochkurs. Weil wer frühstückt nicht gerne türkisch? Das will natürlich jeder, von üppig bis mondän. Alles ist dabei. Ihr werdet staunen. Und noch eine kleine Überraschung. Unsere Sucuk ist wieder da. Unsere hausgemachte Sucuk vom Metzger. Unheimlich lecker geworden. Ein bisschen dünner, weil die Produktion hat sich ein Tick geändert. Trotzdem immer noch ohne künstliche Zusatzstoffe. Kein Schnickschnack drin. Eine echt ungetürkte Wurst. Ab jetzt könnt ihr vorbestellen. Schaut mal und probieren wir mal direkt, wie sie schmeckt. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Och, och, och. Mm.